Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte wundern Sie sich nicht, dass Sie im Moment noch gar nichts sehen, vor allen Dingen nicht mich. Ich möchte Ihnen nämlich heute zeigen, wie Sie mit Streamlabs OBS ein CD-konformes Video erstellen können, das den Ansprüchen der Öffentlichkeitsarbeit der TU Dresden genügt. Dazu würde ich erst einmal ganz kurz die betreffende Website aufrufen. Entschuldigung für den harten Schnitt und vor allen Dingen den harten Kontrast. Wir sind hier im internen Bereich der TU Dresden, im Bereich der Videoproduktion, Motion Graphics und den Vorgaben und Vorlagen für die Videopräsentation. Und ich würde Ihnen ganz gern zeigen, dass Sie bitte diese Vorlagen für die Videoproduktion an der TU Dresden benutzen und die entsprechenden Vorlagen benutzen. Diese Vorlagen können Sie hier herunterladen. Speichern Sie die bitte, entpacken Sie die bitte auf dem Rechner. Und als weiteres brauchen Sie die Informationen zu Farben und zu Schriftarten. Das werde ich Ihnen aber gleich zeigen. Und damit Sie mir jetzt nicht erblinden, schalte ich mal zurück nach Streamlabs OBS und zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit Streamlabs OBS ein CD-konformes Video produzieren können. Fangen wir mal zunächst an mit einer Videoaufnahmequelle, damit Sie mich sehen. Und wir müssen das jetzt gar nicht großartig benennen. Video würden wir die HD-Kamera benutzen von Logitech und hier nicht den Gerätestandard verwenden, sondern einen benutzerdefinierten Standard, nämlich 1920x1080p. Genau, das wäre jetzt die Kamera. Und dazu schalten wir ein Audioaufnahmegerät, Audioeingabeaufnahme, die Sie jetzt über ein anderes Programm hören. Die Quelle hin würde ich jetzt hinzufügen. Und zwar mein Samsung RXD Wireless. Also jetzt schauen wir mal ganz kurz, da haben Sie dort auf diesem Signal sehen Sie jetzt schon, dass die Inputquelle wunderbar funktioniert. Für den Videodevice brauchen wir kein eigenes Videosignal. Desktop-Audio brauchen wir im Moment auch nicht. Und das wäre unsere neue Szene. Und was jetzt noch hinzukommt, was wir zwingend brauchen, ist, das haben Sie vielleicht in den offiziellen Videos schon mal gesehen, der sogenannte Cornerback, das heißt die Logoquelle für Ihr Video. Dazu integrieren wir ein Bild und gehen in den Download unserer Vorlagen und würden hier auf Cornerback gehen. Cornerback, und ich finde die Schraube so gut. Ich brauche das ganze Logo nicht. Und damit sehen Sie, haben Sie die Basis, das Basisvideo, das Basissetting für Ihr Video. Jetzt benennen wir das Ganze um und nennen das Ganze mal eine Startsequenz. So, dann haben Sie gesehen, gibt es wunderbar animierte Videos, Intros, die eingeblendet werden, ausgeblendet werden, Titel, Bauchbinden und so weiter und so fort. Und ich würde Ihnen heute zeigen, das Intro und die Bauchbinde. Die Titel funktionieren faktisch in derselben Art und Weise. Das spare ich mir hier und das Outro, sodass wir ein komplettes Video mal zusammen haben. Okay, beginnen wir, indem wir diese Startsequenz duplizieren und umbenennen in Intro. Das Einzige, was jetzt nämlich in dem Intro noch hinzukommt, das werden Sie gleich sehen, ist ein Videofile. Und dieses Videofile laden wir hier als neue Ebene, würden hier eine Medienquelle hinzufügen. Die Medienquelle nennen wir Intro. Und als Quelle suchen wir eine lokale Datei. Sie sehen, das ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen das zurechtgelegt hat, findet man das sehr schnell. Auf eines möchte ich Sie hinweisen: Sie müssen bitte das nicht in Endlosschleife abspielen. Das ist ganz gut, wenn Sie Videoloops haben. Was Sie aber machen müssen, bitte, ist, dass nichts angezeigt wird, wenn die Wiedergabe des Videos endet. Das bedeutet nämlich, dass das letzte Bild stehen bleibt. Und genau das wollen wir an dieser Stelle und sind damit mit dem Intro fertig. Jetzt haben wir zwischen diesen Videos, sehen Sie schon, sehr schöne weiche Übergänge. Das hat nichts mit diesen Videos selbst zu tun, sondern liegt hier an dem Szenenübergang. Und für diesen Szenenübergang ist hier bereits eingestellt eine Kreuzblende mit einem Übergang von 750 Millisekunden. Das heißt, einem sehr schönen weichen Übergang. Wenn Sie den noch ein bisschen weicher brauchen, gehen Sie zum Beispiel auf 1000 Millisekunden. Dann haben Sie genau eine Sekunde, in der es diesen Übergang, in dieses Fading, diese Kreuzblende funktioniert. Ich lasse es jetzt bei 750, das soll reichen. Gut, jetzt haben wir schon zwei zentrale Elemente: den Startscreen, das Intro
Und jetzt kommt noch dazu, Moment, jetzt müssen wir mal schnell schauen. Ja, wir haben ja immer noch das Audio-File ist immer noch an. Und für das Outro brauchen Sie eigentlich nochmal dasselbe wie das Intro. Deswegen duplizieren wir das, nennen das auch nicht Intro 1, sondern Outro. Und schauen Sie es mal das Ganze an. Wir müssen diese Medienquelle hier natürlich löschen, weil wir sie im Outro nicht brauchen, und ergänzen sie stattdessen durch eine Medienquelle, die wir durch eine alternative Medienquelle durchsuchen, unsere Festplatte wieder. Gehen hier auf Outro, und ohne Copyright-Angabe ist hier in dem Fall am besten geeignet, weil es tatsächlich die einfachste Folienpräsentation ist, die es in dem Kontext gibt. Und auch hier wieder bitte nichts anzeigen, wenn die Wiedergabe endet. So, damit haben wir jetzt eigentlich schon im Wesentlichen ganz drei zentrale Elemente fertig, nämlich die Startfolie, das Intro und das Outro. Und jetzt kommen wir mal zu dem Teil der Präsentation. Und dafür müssen Sie eigentlich nur Start duplizieren, denn das wird eine blanke Folie ohne. Ups, wieso ist das? Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte keine neue Szene. Ich wollte die Start duplizieren. Dann muss ich das auch einfach mal machen. Und umbenennen. Und die legen wir so dazwischen, dass sie dann bei der Aufnahme auch nicht dazwischen kommen. Das heißt, nicht durcheinander kommen. Das heißt, wir haben das Intro und dann wechseln sie in die Präsentation. Ganz einfach. So, jetzt kommen wir noch zum Thema Bauchbinde, und dafür duplizieren wir nochmal diese Präsentation und nennen diese Szene zum Beispiel Titel. Und diesen Titel ziehen wir vor das Outro und fügen jetzt ein neues Bild. Und dieses Bild zeige ich Ihnen auch gleich. Es muss ein neues sein. Und das nennen wir Bauchbinde. Und diese Bauchbinde, ein sehr schöner metaphorischer Titel im Übrigen für das, was ich in dich einbette, ist in Video Bauchbinde. Sehen Sie ja drei unterschiedliche, eine mittlere, eine lange und eine, die fast das ganze Bild einnimmt. Persönlich finde ich die Bauchbinde am schickesten, die das Bild halbiert. Damit sind wir schon fertig, das sehen Sie hier. Auch hier gibt es dann das schöne Fading, ja, einfach durch den Szenenwechsel. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo soll denn bitte der Titel dafür herkommen? Und dann nehmen wir einen Textfile, das nennen wir Titel, fügen jetzt eine Quelle hinzu. Und jetzt haben Sie eine ganz interessante Funktion. Sie können das aus einer Datei einlesen. Das stelle ich jetzt auch nicht ein, sondern mir wird es jetzt vor allen Dingen darauf ankommen, hier ein Moment, wir haben ja Open Sans Bold. Ja, und würden das Ganze 36 ziehen, und hier gebe ich mal meinen Titel ein, Professor Dr. Alexander Lasch. Und jetzt haben Sie vorhin gesehen, auf der Website werden bestimmte Farbcodes verwendet, um diese Titel anzugeben. Sie sehen, jetzt ist ein bisschen unprofessionell. Normalerweise würde man hier mit Hexcode arbeiten, aber 048 94, das merken Sie sich mal. Und tragen das dann am besten hier in dem Textfenster ein. Also Moment, wir wählen hier das. Hier haben Sie den Hexcode. Und hier müssen Sie jetzt eintragen 0, halt 0, 48. Und die letzte Zahl habe ich jetzt schon vergessen wieder. Achtung, es wird nochmal hell. 94. Und machen das an und das wieder und 94. 94. So, und da haben Sie das schöne Hausblau der TU, ziehen Ihren Titel hier genau an die Stelle, machen ihn noch ein bisschen größer. Ja, und können Sie auch ganz so verrücken. Und ich schaue nochmal schnell, ob wir vielleicht das nehmen und das auf Bold setzen. Das scheint mir fast ausgewogener zu sein. Ja, und brauchen jetzt natürlich noch einen kleinen Untertitel, und dafür fügen wir wiederum noch ein neues Textfeld ein, nennen das Ganze Untertitel und würden hier
Open Sans Semibold Name. Sagen hier, das ist ja germanistische, das ist das, was ich eigentlich mache, wenn ich keine Videos mache. Und Sprachgeschichte. Und als Textfarbe würden wir wieder nehmen, für alle, die ein gutes numerisches Gedächtnis haben, 04894. 0, das gibt es ja nicht. 004894. Und hätten dann an der Stelle einen schönen Untertitel. Den können wir auch noch ein bisschen größer ziehen. Ups, so groß noch auch wieder nicht. So. Und diesen Untertitel, Moment, da sitzt er nicht so ganz korrekt. Können Sie jetzt auch noch einmessen mit genauen Angaben. Und diesen Untertitel können Sie jetzt aufblenden und einblenden, so oft wie Sie das wollen, indem Sie einfach zwischen Titeln und Präsentationen wechseln. Und können an der Stelle natürlich noch weitere Titel einbinden und Sie können natürlich auch weitere Bauchbinden einbetten und andere Grafiken, die Sie dann hier platzieren, zum Beispiel Präsentationen. Ja, also das heißt also Präsentationen in Vorlesungen. Und damit haben Sie ein sehr schönes Setting, mit dem Sie mit diesen Vorlagen der TU Dresden das Ganze aufzeichnen würden. Und wie das Ganze dann in Realität aussieht, während Sie sprechen, würde ich Ihnen jetzt ganz gern an einem Durchlauf zeigen und dann schließe ich das Ganze auch ab. Jetzt schaue ich mal, dass mein Mikrofon überall an ist. Tatsächlich geht es mal zurück. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte hier an der Technischen Universität Dresden. Und Inhalt dieses kurzen Videos heute sollte lediglich sein, Ihnen zu illustrieren, wie Sie mit den Vorlagen des Corporate Designs der Technischen Universität Dresden und Streamlabs OBS ganz einfach ein Video produzieren können, um Ihre Inhalte, Videoinhalte CD-konform zu präsentieren. Ich bin für heute ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und schließe jetzt das Video und hoffe, wir sehen uns hier an dieser Stelle auf diesem Kanal bei der einen oder anderen Gelegenheit wieder. So. Das soll es tatsächlich gewesen sein von dieser Stelle. Sie sehen, Sie können ganz schnell mit den Vorlagen Ihr Video tatsächlich einrichten und so präsentieren, wie Sie ein Video auf den offiziellen Kanälen der TU Dresden sehen. Ich werde das wahrscheinlich jetzt bei der einen oder anderen Gelegenheit häufiger einsetzen und hoffe, Sie tun es dem gleich, sodass Ihre Videos, wenn Sie sie überregional platzieren, entweder auf großen Hosting-Plattformen oder jetzt auch auf dem Videocampus der TU Dresden, dass Sie dann erkennbar aus diesem Haus kommen. In diesem Sinne, tatsächlich jetzt zum letzten Mal, Ihr Alexander Lasch.